Die Sonne scheint und das Schwimmbad ist voll hier in Altusried. Dabei ist es gar nicht so warm heute, aber das macht niemandem etwas aus, denn das Becken ist beheizt. Das Besondere, der Strom dafür kommt aus dieser Garage. Hier steht nämlich Schwabens erstes mobiles Blockheizkraftwerk. Wir haben einen ganz innovativen Weg gewählt, nämlich die Kombination zwischen der Schule und zwischen dem Freibad, weil wir wissen, dass wir gerade im Winter in der Schule ganz viel Wärme und Strom benötigen und im Sommer eben im Freibad unten ganz viel Wärme und Strom benötigen. Und so ergänzt sich das wunderbar. Sprich, wenn hier die Badesaison vorbei ist, wird das Kraftwerk zur Schule gefahren. Dort kann dann die Heizung im Winter betrieben werden und das Blockheizkraftwerk ist rund ums Jahr ausgelastet. Betrieben wird es mit klimaschonendem Erdgas von Erdgas Schwaben. Ein Blockheizkraftwerk funktioniert wie der Motor im Auto. Man startet das Ding, es kriegt Energie, in diesem Fall Erdgas, und dann erzeugt es Wärme und erzeugt Kraft. Beim Autofahren nimmt man die Kraft zum Vorwärtsfahren und beim Blockheizkraftwerk nimmt man die Kraft, um Pumpen anzutreiben, um Beleuchtung zu betreiben, um alle elektrischen Verbraucher im Freibad damit zu betreiben. Weit über 80% des Bedarfs deckt das mobile BHKW und ist in der Strom- und Wärmeproduktion erstaunlich leise. Altusried ist die erste Gemeinde, es bieten sich aber reihenweise weitere Standorte in Schwaben an. Davon gibt es in Schwaben sicherlich drei, vier Dutzend Anwendungsfälle. Jedes Mal, wenn ein Freibad da ist, jedes Mal, wenn ein Sommerverbraucher da ist und auf der anderen Seite ein Winterverbraucher, kann man mit dieser Vorgehensweise, mit diesem mobilen BHKW, ganz, ganz tolle Doppeleffekte erzielen. Wir waren eigentlich relativ schnell überzeugt, weil wir gesehen haben, wie viel CO2 wir verhindern können dadurch, nämlich 55 Tonnen im Jahr. Und gleichzeitig können wir nachher noch unsere Stromrechnung minimieren. Und dann hat eigentlich alles dafür gesprochen. Klare Weiterempfehlung aus dem Allgäu. Kein Wunder, die mobilen Blockheizkraftwerke von Erdgas Schwaben sind sparsam, effektiv und dabei klimaschonend.